Hallo und herzlich willkommen zu Yamaha Experts Online. In dieser Videoreihe zeigen wir Ihnen die verschiedenen Digitalpianos und Keyboards von Yamaha. Wir erklären Ihnen die unterschiedlichen Funktionen und Möglichkeiten, um das richtige Piano für Sie zu finden. Außerdem erfahren Sie Tipps und Tricks, um das Beste aus Ihrem Piano herauszuholen. Heute darf ich Ihnen die neue CVP 900 Serie vorstellen. Es ist das vielseitigste Clavinova von Yamaha, so viel steht schon mal fest. Es kombiniert das beste CLP-Digitalpiano von Yamaha mit den zahlreichen Möglichkeiten einer Workstation wie dem Genos oder der PSR SX-Serie. Das CVP wurde für diejenigen entwickelt, die eine perfekt gewichtete Klaviatur und das Spiel mit anderen Sounds und Styles erleben möchten. Wir schauen uns jetzt die besten Möglichkeiten für das Spielen am CVP gemeinsam an. Wenn Sie einfach nur ganz simpel Klavier spielen möchten, gehen Sie in den Piano Room. Der Piano Room ist perfekt, um sich alleine auf die Performance am Klavier zu konzentrieren, denn in der Zwischenzeit werden alle anderen Funktionen zunächst ausgeblendet. Hier stehen zwei der besten Konzertflüge zur Wahl, der Yamaha CFX und der Bösendorfer Imperial. Und diese beiden Klänge zeige ich Ihnen. Eine weitere tolle Funktion sind die verschiedenen Raumklänge, die Sie wählen können, und auch den Klang des Klaviers selbst können Sie hier anpassen. Wir können zum Beispiel an unserem Flügel unseren Flügeldeckel schließen oder auch öffnen, und wir können die Raumklänge ändern und können unseren Flügel zum Beispiel in eine Kathedrale stellen oder zum Beispiel unseren Raumklang in eine Bühne verwandeln. Und das geht alles im Piano Room. Für den perfekten Klang mit Kopfhörern ist ein binaurales Sampling des CFX und des Bösendorfers Flügels integriert. Das bedeutet, dass Sie auch mit Kopfhörer einen realistischen Surround Sound genießen können, und das ohne dass Ihr Gehör ermüdet. Jetzt können Sie jederzeit lange Klavier spielen, egal ob tagsüber oder nachts. Ein Klavier zu Hause wird normalerweise als Soloinstrument gespielt. Wenn wir mal probieren, mit anderen Musikern gemeinsam zu spielen, ist das gar nicht so leicht, wie es aussieht. Man muss aufmerksam zuhören, was genau die anderen Musiker machen. Mit dem CVP können wir verschiedene Begleitungen auswählen oder sogar ganze Hintergrundbands. Die sind so gut, dass sie sich perfekt an die Melodien und Klänge anpassen, die sie gerade spielen. Wie Sie sehen, ich kann genauso spielen, wie ich es immer tue. Ich muss mich nicht an die Band anpassen, sondern die Band passt sich mir an. Wir haben aber nicht nur ein gutes Klavier mit einer wahnsinnig guten Klaviatur und genialem Sound. Wir haben weitere Sounds und Instrumente, wie zum Beispiel diese hier. What?
Wir schauen uns mal eine typische Klavierunterrichtsstunde an. Zuerst lernen wir die Melodie in der rechten Hand zu spielen, während der Lehrer die linke Begleitung spielt. Dann wechseln wir. Wir üben die linke Hand, der Lehrer spielt rechts. Und wenn wir das gut geübt haben, kommt der Punkt, an dem wir beide Hände zusammenführen. Schade nur, dass zu Hause der Lehrer fehlt, der immer jeweils die andere Hand übernimmt. Aber genau dafür hat das CVP auch eine Lösung parat. Nehmen Sie einfach auf, was der Lehrer Ihnen vorspielt, und dann können Sie jederzeit auch ohne seine Anwesenheit mit ihm gemeinsam üben. Das CVP gibt Ihnen die Möglichkeit, jeweils eine Hand zu deaktivieren, um sie zu üben und dabei die andere Hand vom Lehrer spielen zu lassen. Lassen Sie uns das mal durchspielen. Also ich bin der Lehrer und ich möchte, dass mein Schüler Folgendes übt. Ich kann mir die Notendarstellung ansehen und kann mir anhören, was mein Lehrer mir eingespielt hat. Und jetzt deaktiviere ich entweder die rechte Hand oder die linke Hand und kann die jeweils unterschiedlich einüben. Rechte Hand. Und wenn ich das als Vorbereitung gemacht habe, kann ich die rechte Hand einfach mit übernehmen. Der wesentliche Grund, warum wir ein Instrument lernen wollen, ist, dass wir unsere Lieblingssongs spielen können möchten. Mit dem CVP 900 können wir in unserem eigenen Tempo lernen. Dazu haben wir viele Songs hier zur Verfügung. Zum Beispiel könnte ich mir ein klassisches Stück aussuchen, auswählen und schon sehe ich die Noten direkt auf dem Bildschirm. Das schauen wir uns einmal gemeinsam an. Wir haben eine Vielzahl an Stücke, wählen uns einen aus, gehen auf die Notenansicht und können uns das anhören. Für einen Anfänger schraube ich gleichzeitig mein Tempo herunter und kann dann die rechte Hand auch noch ausschalten für das bessere Üben oder auch die linke Hand und kann somit rechts und links voneinander getrennt üben. Noch einfacher macht es die Guide-Funktion. Das ist eine geniale Funktion, bei der das Piano immer auf Sie wartet. Nur dann, wenn Sie den richtigen Ton gespielt haben, können Sie fortfahren. Ein Licht signalisiert Ihnen sogar, welches die richtige Note ist. Also selbst wenn Sie bisher noch keine Noten lesen konnten, können Sie vom ersten Tag an Lieder spielen. Ich zeige es Ihnen. Wir bleiben bei diesem Stück und aktivieren die Guide-Funktion und die rechte Hand. Und jetzt wartet das Piano auf mich und ich kann die ersten Töne spielen. Und kann mich so im wahrsten Sinne des Wortes herantasten. Auf diese Weise haben Sie viele Songs schon im CVP mit dabei und ich gebe zu, im Internet finden Sie sogar noch viel mehr Lieder. Aber auch hier können Sie die Lernfunktion mit sogenannten MIDI-Songs immer noch nutzen. Die Noten werden angezeigt, Sie können das Tempo variieren und das Lied lernen. Das funktioniert alles gleich. Als ob das nicht schon genug wäre, bekommen Sie auch noch ein Extra dazu. Wenn Sie sich für ein CVP entscheiden, Yamaha gibt 3 Monate lang kostenfreien Premium-Zugang zur Flowkey Learning App. Die App beinhaltet ein riesiges Repertoire an Notenblättern aus den unterschiedlichen Bereichen Klassik, Pop, Rock, Jazz und diese Bibliothek wird ständig ergänzt. Die Stücke können Sie auch wieder erst mit der rechten, dann mit der linken Hand und dann zusammen üben. Genauso wie bei der Guide-Funktion des CVP können Sie auch hier die Warten-Funktion nutzen. Flowkey wartet dann, bis Sie die richtige Note gespielt haben, bevor der Song weitergeht. Es geht aber ja beim CVP nicht immer nur um das Lernen. Wir können auch mit der ganzen Familie oder Freunden richtig viel Spaß mit dem CVP haben. Zum Beispiel, indem wir das integrierte Karaoke-System nutzen.
Sie wählen einfach einen Song im Piano aus oder laden sich etwas im Internet herunter, schließen dann ein Mikrofon direkt an, stellen dann ein wenig Hall ein oder andere Effekte und dann geht's schon los. Sie lesen einfach den Text vom Bildschirm ab und das Piano sorgt dafür, dass sie richtig professionell klingen. Wir schauen uns das an. In der Datenbank wählen wir unseren Song aus, gehen dann auf die Lyrics und können dann loslegen. Zusätzlich gibt uns das CVP die Möglichkeit, die Tonlage eines Songs so zu verändern, dass sie auch zu unserer Stimmlage passt. Und das Tempo können wir auch noch verändern. Das CVP kann sogar mit einem externen Bildschirm oder Fernseher verbunden werden, sodass Sie die Texte noch größer sehen. Dann macht es noch mehr Spaß und ist noch einfacher. Was ich auch liebe, ist mit meinen Lieblingskünstlern gemeinsam zu spielen. Ich kann einfach wieder aus dem Internet eine A Cappella-Version von einem meiner Lieblingslieder wählen und während das Lied abgespielt wird, kann ich mit dem Piano einfach mitspielen. Also warum dann nicht gleich eine ganz eigene Version zaubern? Yamaha ist bekannt dafür, qualitativ hochwertige Instrumente herzustellen. Und damit Sie sich noch sicherer fühlen, können Sie Ihr Clavinova auf der Yamaha-Website registrieren. Auf diese Weise wird Ihr Garantieanspruch automatisch verlängert, von standardmäßig 2 auf ganze 5 Jahre. Wenn Sie jetzt festgestellt haben, dass das CVP genau das richtige Instrument für Sie ist, haben Sie 4 Modelle zur Wahl. 3 in der klassischen Klavierform, also das CVP 701, das CVP 905 und das CVP 909. Zusätzlich gibt es wie immer in der CVP-Serie ein Modell in Flügelform mit einer noch schöneren Klangausbreitung, dem CVP 909 GP. Das CVP 701 kommt mit einer gewichteten GH3X-Klaviatur, während die anderen drei Modelle mit einer hölzernen Grand Touch-Klaviatur ausgestattet sind. Zusätzlich haben das CVP 909 und das CVP 909 GP jeweils Gegengewichte in den Tasten integriert, sodass Sie hier noch ein deutlich besseres Spielgefühl haben. Wie bei einem echten Flügel eben. Die neuen Grand Touch Pedale in der CVP 900 Serie simulieren absolut realistisch und authentisch die Pedalfunktion eines akustischen Flügels. Und was den Sound angeht, je höher die Modellreihe, desto besser sind auch die Lautsprechersysteme. Das heißt, mehr Power und präziser, besserer Sound. In Bezug auf das Design orientieren sich die niedrigen Modelle an einem klassischen Klavier-Digital-Piano-Look, während das CVP 909 mit seinen Designelementen an einen Flügel erinnert. Und wenn Sie ein CVP in der Flügelform haben möchten, dann ist das CVP 909 GP genau Ihr Modell. Wie Sie sehen, die neuen CVPs sind sehr vielseitige Instrumente mit einer außerordentlich guten Soundqualität und einzigartigen Funktionen. Sie können einfach nur in die Tasten hauen, mit einer Band spielen oder sogar mit Ihren Lieblingskünstlern und Sie können mit diesen Modellen einfach und spielerisch Neues lernen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie konnten einiges über unsere Instrumente erfahren. Für weitere Informationen und Beratungen wenden Sie sich gerne an Ihren Yamaha-Fachhändler in Ihrer Nähe. Ich freue mich, wenn Sie sich die weiteren Experts-Videos anschauen und wünsche Ihnen dabei viel Spaß.